Hier kann man sich das spezielle Vegan-Restaurant am Computer reservieren. Matthias, gib uns doch mal die Nummer ein. Also hier seht ihr jetzt, hier gebt ihr ganz normal eure Zimmernummer ein. Wenn ich jetzt wüsste, wie 5, das ist. 234. 234. Wir sind eben gerade erst vor ein paar Stunden angekommen. Dann gebt ihr hier euer Geburtsdatum ein. Dann geht ihr auf Weiter. Die zwei Tage haben wir schon reserviert. Und jetzt wäre nur noch heute der Freitag frei. Bitte. Gehen wir auf Freitag. Und da ist aber jetzt alles schon voll. Und dann kann man dann auswählen, ob man mal Thai möchte, das Fischrestaurant, Japanese, Seafood, ne? Türkisches Restaurant, italienisches Restaurant. Und dann kann man einfach draufklicken, zwei Personen oder wie viele Personen man ist. Und man hat es automatisch online reserviert. Und hier auf und der hier Seite. Die sind kostenlos. Auf der Seite kommt dann automatisch dann die Bestätigung raus. Dann. Die Spezialitätenrestaurants hier im Computer sind kostenlos. Und dann ist hier nochmal die Reservierung fürs Steakhaus. Die müsst ihr beim Gästeservice machen. Entweder von 10 bis 12 oder von 17 bis 18 Uhr ist ein Aufpreis für die Erwachsenen von 10 Euro und für die Kinder von 2 bis 12 Jahren von 5 Euro. Und da könnt ihr dann hier im Steakhaus auch nochmal à la carte buchen. Hier gibt es insgesamt dann 6 à la carte Restaurants. Und dann gibt es auch nochmal ein à la carte Frühstück. Das ist dann jeden Dienstag und jeden Freitag. Das ist hier beim Italiener wird es dann stattfinden. Das ist auch ohne Aufpreisen. Das findet statt von 9 Uhr bis 11 Uhr. Und das müsst ihr auch zu den Sprechzeiten vom Guest-Service anmelden und eben halt auch ohne Aufpreisen. Dann könnt ihr gemütlich ein à la carte Frühstück hier genießen. Und das ist hier im Untergebäude, direkt unter der Rezeption. Hier kann man dann einfach an die Terminals gehen und kann sich das dann hier buchen. Hat man 4 Terminals. Und das sollte man gleich am Anfang machen, da es nämlich sehr gut ausgebucht ist. Wir wollten nämlich zum Japanesen und haben es leider auch nicht bekommen.